Hallo Leute, hier geht es heute, guter Rap, mal nebenbei gesagt, weiter mit Eventquest Kreide und Drachen. Zuletzt haben wir dem Albedo in eisigen Höhen geholfen, das Experiment durchzuführen, obwohl man auch sagen kann, dass er eigentlich ja nur an uns experimentiert hat. Um an den weiteren Quests, die ich hier einmal kurz einblenden möchte, teilnehmen zu können oder um da denn weitermachen zu können, müssen wir zuerst allerdings in dem Abenteuerlager mit dem Schwert der Verderbnis fortfahren. Genau, nach dem Aufstieg auf dem Drachengrat bereiten du und Paimon sich darauf vor, zum Abenteurerlager im Gebirgsvorland zurückzukehren, um euch dort umzusehen. Belohnung ist schon mal sehr geil. 30.000 Mora, dreimal eines Helden Weisheit und dennoch noch 60 Urgestein. Genau, und ich habe das Ganze auch schon mal vorbereitet. Schauen wir uns das doch einfach mal an. So, hier ist das Abenteurerlager. Hier ist die Aufgabe, was wir machen sollen. So. Oh, da steht schon Sacharaus. Hey, it's Sucrose. Are you here to explore the snowy mountain too? Sucrose. You scared me. Please, don't scare me like that. I was giving my research report some much needed consideration. But you were just standing over there, staring into space. Klassiker. Not at all. I was just thinking of a name for a new subspecies of sweet flower I propagated. It has seeds that are 4 times as large as normal. Viermal? What the fuck? Are you interested? Wonderful. Next time, please allow me to show you the fruits of my work. It's a shame. If I wasn't coming to this mountain, I would have brought some samples with me. Yeah. Weren't you doing research in the city? How come you're here? Timaeus and I were helping Albedo organize research data. Timaeus just left, in fact. You didn't run into him? Mm-hmm. Sure didn't. He said that he wasn't as sharp as Albedo when it came to data. By quite a long shot, in fact. The significance of some things Albedo is able to grasp almost immediately, but we, on the other hand, take considerable time. I fear that this must be the difference in our knowledge and experience showing. Timaeus seemed rather depressed about the matter. He said he was going to take a walk, so I'm currently settling the leftover affairs myself. Fühlt sich irgendwie so an, als hätte er sie einfach nur im Stich gelassen. I was originally going to take a look around myself after finishing up here, but unexpectedly, I gleaned some interesting data from these reports. But, well, guess my search for secrets will have to wait. Secrets? Ooh, what secrets? Secrets, 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 secrets. Actually, do you two have time right now? Yep. Don't have anything on us but that. Then, could I ask you for a favor? In truth, I feel like Albedo is concealing something from myself and Timaeus. But isn't he your teacher? What would a teacher have to hide from his students? That's true, but I feel like he's always hiding something. It is my personal guess that it is some great secret of alchemy. Wait, how are you so sure? Timaeus and I are both passionate researchers of alchemy. If it was anything else, Albedo wouldn't have any reason to hide it from us. Hmm, you do have a point. Could you help me investigate what it is that Albedo's hiding? Please, I'm just too curious. Hmm, what do you think? Also ich find's halt auch komisch. Albedo ist schon ein bisschen verdächtig. Vor allen Dingen, weil diese andere Frau uns aus der Kirche da ja auch so ein bisschen drauf gestoßen hat, dass es da vielleicht nicht ganz so viel Wahrheit hintersteckt. Also von daher, und ich find krass, dass Sacros jetzt hier rumsteht. Die war ja vorhin noch, letztes Mal noch in der Stadt, die hat ja quasi, mit der hat ja alles begonnen, die Quest hat ja da angefangen. Und jetzt steht sie hier und ja, hier geht's dann weiter im zweiten Teil. So, ne? Ist schon nicht schlecht gemacht. Ja, was hältst du von der Sache? Naja, wenn die Dame es wünscht, sollten wir uns drum kümmern. Yes, thank you, thank you. All right, all right. Let's take a little trip, shall we? Bam! Akt 1 abgeschlossen, oder wie? Nee, Schwert der Verderbnis ist jetzt einfach nur Questbeginn, wie ich gerade sehe. Finde Albedo und erfahre sein Geheimnis.
Ja, der ist wieder im Gebirge. Ich schätze mal, ein kleiner Teleport wird uns das Leben da ein bisschen erleichtern. Oh, wir sollten vielleicht auch dann die Statue der Sieben auch relativ schnell mal aufsuchen. Denn mit der Statue der Sieben wäre die Karte dann wenigstens aufgedeckt. Das ganze Theater hier, wenn man nichts sieht, das ist schon irgendwie doof. Also von daher, ich glaube, das würde ich dann gleich nochmal schnell machen. Ach nee, es gab da glaube ich ein Problem. Naja, ihr werdet es ja sehen. Albedo! Hallo, wir sind's mal wieder. Hm? Why are you here? Oh, Entschuldigung. Are you lost? No, we're not. Ganz und gar nicht. Zakros hat uns geschickt, wir sollten deine Geheimnisse herausfinden. Zakros meint, dass du ein unaussprechliches Geheimnis verbirgst. Ich finde irgendwie komisch, wie direkt die Leute wir ihn jetzt darauf ansprechen. Das ist doch so ein bisschen ein Geheimauftrag hier, G.I. Joe. Genau. Zakros meint, dass du ein unaussprechliches Geheimnis verbirgst. A secret? Hey, secret, 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 secret. Our mission calls for a delicate approach. Komisch geskripteter Text. Naja, wir hätten ihm so oder so nichts vorgemacht. Sure, but still. Ach so, wegen ihr. Actually, ja, okay. You've arrived at just the right moment. I have business with you too, in fact. Here, catch. Huh? What's this? As you can see, it is a sword. Du schmiedest wohl gerne, oder? I did not make the sword. However, I did add some alchemical touches to it. Would you like to try it out? Klar. Du gibst es mir? My research indicates that this sword has some unique properties. Only you can use it. But I need to gather data from it quite urgently. So, could I bother you to use it in battle? Wait a second! How can there be a sword that only one person can use? Muss ich schon wieder mit Nebenwirkungen rechnen, so wie letztes Mal? Very astute of you. This sword has indeed had a curse laid upon it. An ordinary person would be unable to wield it at all. However, you are an exception. Huh? Or perhaps I should say that only you are immune to the curse. As such, who could I find to help me if not you? We gain little from saying more. Go find some monsters nearby. After all, some things are best discovered through practice. Bisschen fighten? Sauber. Hab ich Bock drauf. So, erhalte während des Aktionszeitraums von Kreide und Drachen einen Bonus auf die... Ja, das kriegen wir schon mal. Ach, können wir das auch behalten? Sieht so aus, ne? Aufladerate 10%. Aha, erhöht den mit Elementarfähigkeiten verursachten Schaden um 16% und die kritischen Treffer von Elementarfähigkeiten um 6%. Ziemlich gut. Ja, dann wollen wir das mal sofort anlegen. Das kriegt dann... geben wir es mal Jean. Ja, sie nutzt das, cool. Läuft, sehr schön. Ja, die Aufgabe ist also, nimm das geheimnisvolle Schwert und kämpfe. 246 Meter in die Tiefe. Man denkt jetzt ja eigentlich, man hätte da Spielraum, aber hat man wohl nicht. Aber ich würde zuerst einmal schauen, ob ich diese Statue der Göttin einmal aufsuche, damit wir da ein bisschen mehr Sichtweite haben. Also, bis gleich. Schnell! Ja. Oh, echt? Really? Jetzt aber, mit dem muss es ja wohl gehen. Naja, und damit können wir jetzt einmal die Weltkarte ein bisschen aufdecken. Offen steht dir diese Welt, wenn Edelmut dein Herz erhält. Sauber! Cool. Dann macht es doch gleich viel mehr Spaß zu erkunden. Dann wollen wir doch direkt einmal zurück zu dem Ort, wo wir hergekommen sind. So, hier angekommen geht's weiter zu dem Ziel, wo wir das Schwert mal ein bisschen ausprobieren sollten. Das hier unten würde ich erstmal offen lassen. Allgemein die Erkundung des Landes würde ich erstmal im Grunde offen lassen.
Außer es handelt sich um diese neuen roten Steine da. Um diese roten Edelsteine, die wir für den Baum des... Über den Permafrostbaum benötigen. Hier, da zum Beispiel ist einer. Den werden wir nochmal schon einsammeln. Besonders wenn wir schon aus der hohen Höhe auch runterkommen. Da sollte man das, denke ich, ausnutzen, weil sonst kommt man da nur umso schwerer nachher hin. So, hier gibt es schon wieder diese schönen Felsbomben. Die werden wir zum Aufheizen auch ein bisschen brauchen. So, jetzt nehmen wir mal dieses schöne neue Schwert. Das macht ganz schön Schaden, glaube ich, gerade. Ist halt ein schlechtes Schwert, ne? Sehr schwach, deswegen nicht so krass. Over here, it's with this brat. Give it back, you thief. Oh, gut zu kämpfen, schön. Enough talk. Hand it over. Rückt es raus. Achtung. Jetzt kann ich ja mal wieder mit dem normalen Schwert kämpfen. Du blödes Auto! Ich finde ein bisschen blöd, dass man durch Feuerattacken nicht irgendwie aufgewärmt wird. Weil das ist ja doch schon der einzig sinnvolle Weg. So, du auch nochmal. Dankeschön. Na, ihr wollt mein Schwert haben? Ihr blöden Luschen? So, ihr blöden Luschen. Ich brauche hier immer den. Das finde ich irgendwie ein bisschen unschön. Naja, weiter geht's in der Story. They certainly arrived quickly. Moment mal, bist du etwa dieser Dieb? Goodness, no. They seem to have been talking about this sword. What's going on? Why are you looking at me like that? Of course I didn't steal the sword. Not long ago, the knights caught a band of treasure hoarders outside the city. The goods they were smuggling were also impounded. This sword was one of those items. We believed it to be stolen plunder, but no one came to claim it. Nor could we find out where it came from, so it languished in our stores. I noticed it quite by chance while in our storehouse. To tell you the truth, such an old sword would see little use outside of alchemy. Wieso schwebt das eigentlich? Just like that? So, then what happened? You just took it with you? Indeed. And I initially intended to perform some experiments on it. But I unexpectedly discovered its true origins in the process. This ancient-looking weapon once passed through the hands of a now-deceased blacksmith. It is a legendary, magical sword. A magical sword? It is said that the smith vanished not long after creating the weapon, with the weapon subsequently becoming lost to time. Working backwards from its eventual fate as plunder, one can guess that it was then stolen by the treasure hoarders, where it remained in obscurity till recently. Blacksmith who made this weapon disappeared? Ich warte nur gerade auf den Satz. Spooky. Willst du es behalten? No wonder it's cursed. Exactly. Dass Menschen überhaupt so eine Waffe herstellen können. Do you know the story of Durin in this mountain? Durin was the black dragon who menaced Mondstadt, before finally being defeated by the combined efforts of the Valen and the Animo Archon Barbados. After a fierce battle, the vanquished Durin crashed to ruin here, falling into the thick snow. Snow gathers atop this mountain and never melts, which is a most curious phenomenon. Which leads one to wonder, was Durin's fall here purely by chance, or was it intent? Could it really have been intent?
Perhaps this place was chosen as a gravesite precisely so that the snow's power could seal the corrosive toxin coming from Jiren's body. It seems plausible that Barbados would think of such a method. Huh. Was Barbados such a capable god? Well, these are capable. Just my postulations. I don't have any evidence. But what's for certain is that this mountain and Durin are deeply intertwined. In fact, I believe that the very sword in your hand has Durin's remains in it. A dragon's remains? Indeed. The dragon's eyes, claws, and scales ground into dust before being used to coat the blade. In this way, Durin's corruption and venom entered into the sword and became the source of its power. This is very advanced craftsmanship. I presume that having successfully forged the weapon, the smith must have tried it out themselves in their joy. But using the sword in battle would have allowed the corruption to seep through the blade's handle and into their bodies. Ordinary mortals cannot withstand such power. The blacksmith must then have fled, driven mad by the curse, before meeting their end in some unknown place. Wir schweigen mal. You've purified the volunteers before, which is a very rare ability indeed. This ability has protected you from being corrupted or poisoned, and you can completely eliminate their effects, which is why you and only you can properly wield this sword. Still, oder halt meine Teammitglieder, ne? Really is huge. Yikes! It's glowing. As far as I'm concerned, this is where the real experiment begins. This sword is still very weak at present. However, it is able to absorb energy, and through that, it is able to constantly become stronger. In some sense, you could even say that it is a living thing. Well then, traveler, adventure with it to your heart's content. I need you to help it grow. I believe that we will soon have all the proof that we need. Sehr schön. Erster Akt. Bestehe alle aufgelisteten Herausforderungen, um eine Waffenfertigkeit zu aktivieren. Aha. Sammle 30 Frostbisskristalle, sammle 60 Frostbisssplitter. Boah, das ist ein ganz schöner Aufwand, ey. Aber ich habe den Eindruck, man kann es ganz schön... Man kann damit ganz schön was anstellen. Naja, ich würde es erstmal nicht mehr anlegen. Nach Abschließen von Gegner eines Gottes verfügbar. Willst du diesen Auftrag jetzt verfolgen? Jo, das machen wir doch direkt mal. So, wie Albedo schon vermutete, kann dieser Einhänder Macht absorbieren, um eine Art Wachstum darzustellen. Diese ungewöhnliche Fähigkeit hat dazu geführt, dass es die Aufmerksamkeit gewisser Parteien mit gewissen Hintergedanken auf sich gezogen hat. Genau, das ist so der nächste Auftrag, also der zweite Akt von Kreide und Drachen. Gehen wir dem doch mal nach. Vorher hauen wir den nochmal schnell ins Wasser, den Typen. Wie geil ist das denn? Achso, hier oben liegen die Sachen. Ich wollte gerade sagen, wo sind die? Ach, ein Frostbiss-Splitter. So, Albedo, was haben wir denn so Schönes? Hm? Wie geht's weiter?